Wie sich die Hochwasserlage in Osteuropa, vor allem der Elbe, entwickelt, wird in Dresden genau verfolgt. Nach dem Einsturz der Carola-Brücke wollen die Einsatzkräfte die Abrissarbeiten noch heute Abend beenden. Denn über die Moldau und dann die Elbe werden Wassermassen aus Tschechien in den kommenden Tagen die sächsische Landeshauptstadt erreichen. In Tschechien spitzt sich die Lage zu. Erste Dörfer mussten evakuiert werden, ebenso in Polen. Ein Regen so heftig wie zuletzt beim sogenannten polnischen Jahrhunderthochwasser 1997. Im Südwesten Polens werden erste Ortschaften evakuiert. Die Wassermassen, sie kommen aus Tschechien und da ist die Lage noch dramatischer. Zehntausende Haushalte sind ohne Strom. In der zweitgrößten tschechischen Stadt Brünn müssen Patienten eines Krankenhauses in Sicherheit gebracht werden. Überflutet sind auch Teile von Ostrava, der drittgrößten Stadt. Es ging sehr schnell. Es begann innerhalb von Minuten um mehrere 10 Zentimeter zu steigen, sodass wirklich nicht viel Zeit blieb, um damit fertig zu werden. Auch in Prag steigt das Wasser der Moldau. Nördlich der Stadt fließt es in die Elbe und von da weiter Richtung Dresden. Hier geht es vor allem darum, Teile der eingestürzten Carola-Brücke zu bergen, bevor das Wasser kommt. Ein Wettlauf gegen die Zeit, den auch die Bundeswehr unterstützt. Am Mittag dann die Erfolgsmeldung. Das Ziel, dass das Hochwasser kommen kann, ohne dass eine weitere Gefährdung durch diese runtergestürzten Brückenteile besteht, das haben wir also erreicht und erfüllt. Und darüber sind wir wirklich sehr, sehr froh. Zwischenzeitlich hat es zu regnen aufgehört. Der Pegelstand der Elbe steigt aber weiter. Morgen soll er 4 Meter erreichen. Das entspricht der Alarmstufe 1. Von einer Entwarnung kann aber keine Rede sein, heißt es aus dem Landeshochwasserzentrum. Bis Montag wird das bis in den Bereich der Alarmstufe 3 ansteigen. Das bedeutet also am Pegel Dresden 6 Meter. Und wir rechnen jetzt, dass der Scheitel am Donnerstag in Dresden eintrifft. Und da können wir die Alarmstufe 4, was 7 Meter Pegelstand in Dresden bedeutet, nicht mehr ausschließen. Und damit die höchste Alarmstufe, wie beim Dresdner Jahrhunderthochwasser 2002. Damals stieg die Elbe auf 9,40 Meter. Von einem solchen Katastrophenszenario gehen Experten derzeit allerdings nicht aus.